Hallo Leute, weiter geht's bei God of War. Nächste Aufnahmesession und mal sehen, ob das gut kommt. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Zwergenzug, schön. Lass mich erst hier noch ein bisschen Radau machen und mich umsehen. Besonders diese Raben Odins, ne? Die kann man sehr leicht übersehen. Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Ja, ja, nerv nicht. Hier ist ein komischer Stein hier. So sind die da. Kann ich da die Axt reinmachen oder so? Nee. Ich muss es damit auf sich haben. Okay, ich wollte schon sagen, die gehen nicht mal kaputt. Ominöse Fässer. Da hinten leuchtet was. Sollte dieses so ein Tor sein? Hergeben. Komm ich da rüber? Vermutlich noch nicht, oder? Nee. Da kommt Luft raus quasi. Ja, wird bestimmt später noch interessant. Okay, komm, Junge. Wir gehen. Huch da. Okay, Zwergenzug. Fahren wir damit. Wie wird das Ding angetrieben? Fährt von allein. Okay, interessant. Ja, schöne Aussicht, ja. Heimdall, diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrlin, er musste es gar nicht sagen, es war ihm ins Gesicht geschrieben, oder eingebrannt. In seinen Kopf. Er hat das in Dürlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja, und der Träger des Gjallarhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Aha. Sind wir gleich oben, weil da sieht man bereits einen anderen Wagen. Wir sind wohl da. Na los. Ich gebe die Befehle, klar, Junge? Hier lang. Das ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Hast du nicht gehört, verdammt? Gib mir die Befehle. Spitze des beschädigten Zuges erreichen. Vielleicht ist Tyr zu finden unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tyr frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Vogel. Das war gar nicht mal schlecht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da kommt er. Ach komm. Was für eine komische Runde dreht der Vogel? Kommt er wieder? Ach Gott. Ich warte jetzt einfach, bis er kommt. Ich bewege mich gar nicht. Vogel? Nicht gut. Kratos. Jetzt hat er sich bewegt. Dieser Depp. Ich will nicht einen verkackten Vogel. Ich bin immer zu spät. Okay, pass auf. Wenn ich schon so ein Vieh finde, möchte ich es auch töten. Jetzt Feuer. Habt ihr gehört, da war irgendwie ein Ton? Ist abgeprallt oder so. Oh, Schuss. Nee, das war viel zu viel. Nee, nicht so Lust jetzt drauf zu warten, bis der endlich mal richtig zu mir kommt. Das betrifft echt richtig treffe. Das Ding prallt irgendwo ab. Komm! Weiter zurück, dann treffe ich ihn besser. Ich werde auch gleich schneiden, weil es gibt Interessanteres als das. Nein, verzogen. Ungefähr hier sollte ich ihn treffen. Ungefähr hier. Ja, komm nur. Und Feuer. Das gibt's doch nicht!
doch jetzt nervig. Da gäbe es bestimmt eine andere Lösung, oder? Ich war wieder zu spät. Da muss es eine andere Lösung geben. Warum setzt er sich nicht irgendwo hin? Da, zu spät. Nee, endlich, mein Gott. Das ist ein bisschen doof. Erfahrungspunkte für Kratos. Hoch oder runter? Kann ich diesen Wagen hier wegmachen? Ich würde mal sagen, nein. Okay, hätte er sein können. Alles zerstören hier. Okay. Nehmen wir erstmal den offensichtlichen Weg. Oh. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Eine Bombe. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. Aha. Baris Granate. Okay, schön. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Da vorne ist ein Herz. Warum ist da ein Herz? So. Hallo? Was bist du? Ein Käfer. Oh, wie so ein tolles Rätsel. Kann ich hier irgendwas sehen? Ist da drüben was? Das da? Weiß ich nicht. Schmetterling? Oh Gott, Kratos. Tu das nicht. Da ist was, oder? Ich glaube, das funktioniert nicht, Bruder. Kommen wir später wieder. Später wieder kommen, okay. Danke, Mimir, für den Hinweis. Sonst hätte ich jetzt viel zu lange gebraucht. Energie lasse ich mal liegen. Schmetterling lasse ich auch da. Ich glaube, es wird gekämpft. Oh Gott, was liegt da vorne? Oh, what the fuck, das Ding lebt, oder? Wow, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Glaube ich nicht. Hey, ich frage mich. Oh oh. Okay, so viel dazu. Oh shit. Okay, was kann der? Weg, weg da! Ich muss blocken lernen. Tu was. Schieß, Junge. Stirb. Was ist? Schieß, Junge. Was lädt sich da oben eigentlich auf? Ah, shit. Weg! Ich weiß nicht so richtig, wie ich diese Gegner besiegen soll. Ich blocke nicht so gut. Oh, da. Ich... Hör auf, ihn anzuvisieren. Ich sag, hör auf damit. Geh da rüber. Nimm dir das da. Immer schön draufhalten, Junge. Ich hab ihn auf jeden Fall geblockt. Und weg. Abgeblockt. Oh Gott, was macht er da? Oh Gott, weg da. Junge, schön draufhalten. Junge, mach was.
Nein, ich habe eine Rune verkackt. Jetzt habe ich ein Problem, oder? Weg! Weg! Los, schieß, Junge! Schieß doch! Schieß auch mal! Tu was, Junge! Sie macht mir ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Ich will jetzt zurück. Autsch. Okay, schafft ihn ja nicht beim ersten Mal. Denke ich mal. Außer ich mach den so platt. Das macht keinen Schaden, kann das sein. Kann ich ihn töten? Ich kann ihn töten. Außer ich verkacke jetzt nochmal was. Komm schon. Wird so sein, ja, ein Drachenzahn. Nett. Hat dieser Drecki den von ihm getötet? Wenn ja, dann hat ihre Aggression sie beide getötet. Ich habe neue Runen bekommen, scheinbar. Für die Chaosklingen. Lea, ich habe jetzt hier Flammen des Leids. Ja klar. Wie mache ich den? Mache ich den genau gleich? Nehme ich an? Das wird mir nicht angezeigt, oder? Auswählen. Das da. Keine Ahnung. Wird vermutlich genau gleich funktionieren. Okay, schön. Das war ein Kampf. Was? Ja. Wisst ihr was? Wir testen es kurz. Was? Ja, das dürfte es wohl sein. Sehr schön. Okay. Da könnte ich durchgehen? Wo kamen wir eigentlich her? Wo kamen wir eigentlich her? Das ist da oben im Kompass für ein Symbol. Ah, da kamen wir her. Übrigens, der zweite Dreck hier, oder wie das Ding hieß, ist auch weg. Das ist ja schön. Ja, da lang. Ist mir schon klar. Uff, dieser Kampf war wieder sehr, sehr knapp. Das will mir nicht gefallen, sowas. Ich muss mehr blocken und kontern. Sonst werde ich sowas nie hinkriegen. Da unten. Ich sehe eine Mine. Davon muss Düdling gesprochen haben. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater, was, wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tyrs Kampf ist, sondern auch unserer? Krieg ist nicht der einzige Weg. Wir sind Götter. Bessere Götter. Wir wollen Ragnarök aufhalten, Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus. Ja, sei still. Krieg ist nicht immer die Lösung, und das kommt vom Kriegsgott. Ist klar. Was haben wir denn hier alles? Oh, da vorne kann ich wieder was lesen. Gib mir das. Gib mir das. Oh, wieder so ein Text. Ich warte pflichtschuldig auf Antwort. Schön. Weg. Ich komme da rüber, oder? Ja. Sehr gut. Ist auch ein guter Fluchtweg für den Fall, dass ich wieder attackiert werde. Oh, sieh einer an. Hergeben. Okay, schön. Irgendwo ein Rabe? Das wäre ein gutes Versteck, finde ich. Aber die Entwickler scheinbar nicht. Nee, auf die Schnelle sehe ich nichts. Oh, das brauchst du nicht mehr, oder? Was haben wir da?
Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Würde ich sagen, da komme ich noch nicht rein. Schmiede voraus, ja. Da komme ich nicht rein. Gehen wir noch diesen Weg? Obwohl hier eigentlich nichts sein dürfte. Außer noch ein bisschen Geld. Merken wir uns für die Schmiede, da lang gehen. Entgegen der Zwergenbahn. Ich hoffe, ich muss nicht gleich wieder gegen so ein Leki-Viech kämpfen. Muss langsam ein bisschen stärker werden, verdammt. Außerdem muss ich meine Runen öfters einsetzen. Ich kann ja beide einsetzen, die der Axt und die der Chaosklingen. Wenn ich das so ein bisschen switche, habe ich eigentlich immer ein bisschen was, wo ich drauf zurückgreifen kann. Komme ich da rüber? Nee, was? Ah, da hoch. Ich habe gerne die Truhe da unten. Aha, so. Es geht ja. Das muss ich natürlich mitnehmen. Und wir kriegen... geschmiedetes Eisen. So, jetzt genauso episch wieder zurückgehen, nehme ich an. Na, nicht ganz so episch, aber was soll's. So. Gehen wir Zug fahren. Kratos? Na, Ticket und so hast du, ne? Bin ich richtig? Oh shit. Au. Rechte Seite, Bruder! Was auf der rechten Seite? Was zum? Die Scheusale kommen von dieser Säule. Sieht aus wie ein Nest. Was denn? Was für eine Säule? Ich treff sie überhaupt nicht. Wenn das Nest zerstört, kommen vielleicht keine nach. Gott, ich weiß nicht, was für ein Nest. Ah, das Nest da. Das Nest, meint er. Dein Schild, Kratos. Benutze ihn mal. Ach so. Junge? Der Junge ist unsichtbar. Ne, da ist er. Ja, ich weiß, mein Schild nutzen. Muss ich das öfteren tun. So. Gut, dann mal weiter. Ja. Was liegt hier eigentlich? Du bist irgendwie hässlich wie die Nacht. Das sind wohl die nächsten Gegner für uns. Gehst du hoch da? Im schädigen Zug reparieren. Okay. Auf die Schiene ziehen, nehme ich an. Nee. Einfach abtrennen. So, brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Jetzt haben wir eine Abkürzung geschaffen, nehme ich an. Und auf die Schiene damit. Junge? Wow, ist das Ding klein. Gut, wir müssen nach links. Warte, links von mir. Das ist aber rechts von dir, du Idiot. Mach weiter. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Alter, wo ist jetzt links? Das ist viel zu weit. Mimir, sag ihm nach links. So? Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Du hast immer links gesagt, du Idiot. Ja, das war's. Mein Gott. Runde 2. Dann mal los. Hör auf, mir Anweisungen zu geben, du dummer Junge. Ist doch wahr. Ist hier noch irgendwas für uns? Können wir alles nicht kaputt machen. Zeit, wenn du's bist. Ist doch bestimmt noch irgendwo was. So auffällig hier. Aber ganz offensichtlich nicht. Na ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Aber erst beim nächsten Mal, denn für heute war es das mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.